Hallo Leute, Vollemer Weekend, mein Freund guckt Formel 1. Ich mache jetzt Mittagessen, ein bisschen spätes. Und zwar mache ich Süßkartoffelpüree, da habe ich gerade voll Bock drauf. Schneide die schon mal in Stücke. Ich wollte es eigentlich in den Ofen machen, aber es dauert mir jetzt zu lang. Ich habe keine Geduld mehr, weil der Hunger ist groß. Dann mache ich, glaube ich, einen Gurkensalat, ganz traditional mit Dill. Dill mache ich zurzeit überall ran. Ich liebe dieses Zeug. Ist einfach geil, frisch und so. Da habe ich gestern Pickles gemacht. Das ist einfach mit einer roten Zwiebel, Rettich und Karotte und das einfach in so einer Essig-Zucker-Wassermischung. Und das hat jetzt schön durchgezogen seit gestern. Sehr geil, das wird bestimmt lecker sein. Und dann habe ich, die habe ich einmal in so einem Yummy-Test gekauft von Korn, vegetarische Rostbratwürstchen. Und die schmecken echt lecker. Also ich weiß gar nicht mal genau, wie mein Fazit da war in dem Video. Aber jedenfalls sind die super lecker. Die habe ich jetzt schon, ja, schon mehrfach nachgekauft. Und halt für die schnelle Nummer, wie es heute sein muss, weil ich so Hunger habe, werde ich das daraus machen. Ich zeige es euch gleich dann. Fun Fact, ich habe früher Dill gehasst. Ich habe auch frischen Koriander gehasst. Jetzt habe ich das Zeug überall rein. Also man muss echt nach und nach die Sachen wieder probieren, in einer anderen Art und Weise. Vielleicht schmeckt es einem doch. Sag ich immer wieder. Hier ist mein Gurkensalat. Ich schäle den gern so, einfach mit einem Sparschäler, weil das einfacher geht. Und ich mag diese Form. Das ist so schön dünn. Tada! Den habe ich nur, also das Püree habe ich ganz einfach gemacht, da ist nichts dran. Ich habe nur ein bisschen Mandelmilch reingegeben und Salz. Ich hatte euch ja im letzten Topshop Haul, genau, erzählt, dass ich eigentlich was dort bestellen wollte sowieso, aber das hatten sie da nicht in Amsterdam im Shop, schade. Weil ich wollte es auch erstmal anprobieren, jetzt habe ich nur eine Größe bestellt, keine zwei, weil ich keinen Bock hatte auf dieses Zurückschicken. Und falls es nicht passt, dann wird es trotzdem zurückgeschickt. Auf jeden Fall diesen Parka wollte ich haben. Ich folge nämlich Topshop auf Twitter. Vielleicht eine schlechte Idee gewesen, weil die, die laden natürlich immer so geile Bilder hoch, was sie gerade neu haben. Und ich habe diesen Parka gesehen und dachte mir, den muss ich unbedingt haben für den Herbst dann. Jetzt schon für den Herbst denke ich, obwohl, ja, geht schon im September und so. Der war auch etwas teuer, also eigentlich ein bisschen zu teuer für mich. Normalerweise gebe ich nicht so viel Geld aus für Klamotten. Aber ich dachte mir, bei einer Jacke geht das. Also wenn ich viel Geld ausgebe für Klamotten, dann vielleicht sogar nur für Jacken. Das ist so ein Gold, hat auch so einen Metallic-Effekt, wie ihr seht, aber nicht zu krass. Also es ist nicht so, man hat jetzt einfach einen goldenen Mantel an. Ich finde, das geht. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ich will ihn mal anprobieren, ob er mir passt. Okay, der ist mega. Der passt. Ich habe die kleinere Größe genommen. Zwar Größe 38 habe ich genommen. Passt. Er ist eh recht locker geschnitten, aber hier in der Taille kann man ihn noch mal enger machen. Geht so bis zum Knie und hinten ist er ein bisschen länger. Da kann man ihn auch mal zusammenziehen, so richtig Parka-mäßig. Aber ich werde ihn euch mal verlinken, dann könnt ihr ihn richtig sehen, weil das ist jetzt so blöd, ne? Ich kann mich nicht ganz körper zeigen. Eben hier so zusammenziehen. Oh, der ist cool. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Da. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich verlinke ihn euch mal, dann könnt ihr es noch besser sehen. Endlich essen. Da haben wir aber riesig aufgetischt. Ich war doch letzte Woche, war das letzte, vorletzte Woche war ich hier. Und da war das noch nicht so groß. Okay, danke. Und das gibt's auch. Ne? Und ich sterbe so extrem zu Hunger. Deswegen hau ich jetzt rein. Kräuter und alles. Okay, so wie es aussieht, ist die Kamera jetzt völlig am Arsch. Weil das Display, das sich eigentlich herumklappen lässt, ne? Sobald ich es rumklappe, ist kein Bild mehr zu sehen. Also ich sehe mich jetzt selbst auch nicht. Das Display ist nicht ausgeklappt. Was schon schlecht ist, weil ich muss ja mal sehen, ob das im Fokus ist, was ich zeige. Oder auch ich selbst im Fokus bin, wenn ich mit euch rede. Also ich weiß es jetzt nicht, ob ich im Fokus bin. Ich hoffe mal. Ja, sehr blöd. Ich ärgere mich auch, dass ich diese Kamera überhaupt zur Reparatur eingeschickt hatte. Weil die auch recht teuer war und es sich jetzt nicht gelohnt hat, weil ich wahrscheinlich jetzt, was heißt wahrscheinlich jetzt, ich muss sofort eine neue Kamera kaufen. Deswegen werden wir jetzt zum Mediamarkt gehen wahrscheinlich. Ich habe wenigstens einen Gutschein, ich habe nämlich einen 100-Euro-Gutschein, den werde ich da wenigstens einlösen, weil die Kamera ist schweineteuer. Aber ja, ich brauche sie ja, sonst bringt es ja nichts, dann kann ich ja gar nicht mehr filmen, ne? Das geht ja gar nicht. Eigentlich eine gute Kamera an sich, aber halt nicht fürs Vloggen geeignet. Ich habe sie halt jetzt immer dafür benutzt, weil ich so eigentlich so, weil ich sonst zufrieden war mit der Qualität, aber naja. Ich glaube, das hat sie auch ruiniert. Immer dieses Display ausklappen, dieses ständige Hin und Her. So. Sie ist nicht so
Sie ist nicht gut für so schnelle, spontane Aktionen, sondern mehr für wirklich gezielte Sachen aufzunehmen. Und ich bin ja viel zu spontan, wie ihr vielleicht wisst ihr es nicht. Ich bin es jedenfalls. Gerade beim Aufnehmen, bei mir ist nichts so wiederholt oder gestellt, sondern es ist sofort. Und deswegen muss die Kamera auch sofort funktionieren und sofort da sein. Bin ich zu sehen eigentlich? Nehme ich mich jetzt auf, ja? Für mal rede ich die ganze Zeit und ich habe nichts aufgenommen. Ja? Okay. Das ist halt der Mist, guck mal. Deswegen muss man sich sehen können. Bei den Kameras angekommen. Ich überlege, diese zu holen. Entweder. Oder halt die. Ich glaube, das ist das neuere Modell. Wahrscheinlich wird es die werden. Die ist auch hier gummiert. Ist besser, weil bei mir flutscht immer alles aus der Hand. Die ist zwar Testsieger und ich liebe auch Sony. Meine Lieblingsmarke. Allerdings bei Kameras finde ich Canon immer besser. Von den Farben her. Die sind einfach echter. Die haben es drauf. Joa. Sonst, nee, das ist mir zu groß. Ich glaube, ich nehme doch diese. Weil der Unterschied, wurde mir gesagt, ist, dass die halt noch sehr gute Fotos machen kann. Schon ein bisschen wie Spiegelreflex, also so wie die Kamera, die ich jetzt habe. Aber ich brauche ja mehr Videofunktionen, die Fotos sind egal, also nehme ich die. Jetzt war die Kamera natürlich nicht vorrätig, sondern nur dieses Ausstellungsstück. Und das wollte ich jetzt nicht haben, weil bei einer Kamera, nee, lieber nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob dieser Ton es hat. Mein Freund ruft mal an, weil ihr wisst, ich telefoniere nicht. Auch sowas nicht, ich hasse das, oh mein Gott. Er fragt netterweise immer nach, ob die vorrätig haben, dann holen wir sie dort. Die Kamera war natürlich nicht vorrätig, die ich haben wollte, ist ja klar. Ich wollte halt jetzt die andere, die günstigere, habe ich vorhin erzählt, gell, ja. Und die war nicht vorrätig, die war in keinem Saturn und in keinem Mediamarkt vorrätig, aber sie kommt nach, sie wird nachgeliefert diese Woche. Also werde ich sie im Laufe der Woche wahrscheinlich hoffentlich abholen können und nächste Woche seht ihr dann, ja, alles mit einer neuen Cam, hoffentlich. Übrigens, schaut mal, die Platten sind wieder drauf. Yay. Gut, oder? Dürfen wir auch mal die letzten Tage im Sommer noch mal auf der Terrasse chillen. Und hier habe ich so ein ganz schönes... Oh nein, ich habe übrigens jetzt Blumenerde vergessen, verpeilt. Weil die Pflanze ist noch nicht umgetopft. Die wollte ich noch umtopfen. Aber sieht das nicht schön aus? Ich liebe das. Ich liebe, dass das so bunt ist. Und jetzt habe ich echt darauf geachtet, dass die Pflanzen auch alles gut aushalten an Sonneneinstrahlung und so weiter. Oh, hier muss man wieder geputzt werden. Hier war ja so ein Sturm gestern. Ja, ist gerade ein bisschen Unwetter, aber die Woche soll es ja geil werden. Von daher, yes. Hoffen wir mal, dass ich richtig im Bild bin. Ich gucke gerade mit meinem Handy, ob ich drin bin. Sonst ist es echt mies, wenn ich die ganze Zeit unscharf bin. Es tut mir jetzt schon leid, falls es so sein sollte. Aber wie gesagt, nächste Woche ist das behoben. Wir vergessen es jetzt mit dieser Kamera. Ne? Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ich hatte ja Anfang des Jahres natürlich Vorsätze. Und jetzt irgendwie so im letzten Quartal dachte ich mir, könnte man noch mal ein bisschen darüber erzählen, vielleicht Revue passieren lassen. Oder habe ich die Sachen geschafft, erreicht, bla bla bla. Eins meiner großen Ziele war ja, oder ist immer noch, meine Gesundheit, meine Fitness. Ne? Und das war so, ja, vielleicht sogar das größte Ziel. Ich muss sagen, ich hatte meine Auf und Abs, was Fitness angeht, aber ich habe es geschafft, es überhaupt zu machen. Und ich bin echt stolz auf mich, dass ich ja meinen Arsch hochbekommen habe, weil ich bin echt so der Antisportler, ich habe schon mal gesagt, ich bin der Antisportler. Wenn ihr einen kennt, der nicht gern Sport treibt, ich bin schlimmer. Ich hasse es eigentlich total. Und wenn man dann drin ist, macht es wirklich Spaß, aber ich muss mich trotzdem immer pushen, jedes Mal. Und ich bereue es wenigstens auch, wenn ich es nicht mache. So wie jetzt auch wieder, aber morgen mache ich wieder, ihr kennt das, morgen. Naja, aber ich habe es geschafft, mehr Fitness zu machen, was sehr gut ist und mir auch wirklich gut getan hat oder immer noch gut tut, auch was die Migräne angeht, das war ja auch ein großes Thema für mich. Und ich hatte einfach auch vor, mich gesünder zu ernähren. Gesund ist immer so ein Ding, ich wollte es eigentlich nie so vor der Kamera richtig, also das Thema anfangen, weil gesund ernähren ist für jeden etwas anderes. Warum? Weil jeder Körper anders ist und weil wir einfach einen anderen Alltag haben. Das heißt, keine Ahnung, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, sich wenig bewegt und einen anderen Stoffwechsel hat etc., muss man ganz andere Dinge essen oder kann man ganz andere Dinge essen als jemand, der sehr aktiv ist und vielleicht einen schnellen Stoffwechsel hat und so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, mich ein bisschen besser jetzt zu kennen, das ist auch so ein Ding, was ich auch durch die Fitness gelernt habe. Man lernt seinen Körper besser kennen. Und man hört viel besser auf seinen Körper
oder man hört seinen Körper besser und man sollte auf ihn hören, weil genau das, was er will, und das heißt jetzt nicht, oh, ich habe so Bock auf Schokolade, sondern genau, also manchmal weiß ich genau, was ich essen will und das ist das anscheinend, was mein Körper braucht. Und das gebe ich meinem Körper einfach, ne? Mich mehr oder weniger gut ernährt oder gesund ernährt, halt so für mich passend, also es passt, würde ich sagen. Ich fühle mich viel fitter, viel frischer auch und viel, ich habe viel mehr Energie. Ich war vorher sehr oft müde, träge, einfach so antriebslos. Das habe ich nicht mehr. Also es ist echt weggegangen. Durch diese Kombination aus mehr Bewegung und besseres Essen. Ganz einfach. Also es ist so, eigentlich so einfach, wenn man das macht, fühlt man sich besser. Zumindest geht es mir so, ich kann nur von mir sprechen. Aber ich würde sagen, das ist eine ausgewogene Ernährung und Bewegung in der Kombination ist natürlich für jeden gut. Gerade dieses Thema, das ist so schwierig, finde ich. Deswegen möchte ich es nicht pauschalisieren und ich möchte auch kein so ein Vorbild in dem Sinne sein. Es ist schwierig und keine Ahnung. Es ist schwierig, auch so überhaupt über Gewicht und sowas zu sprechen. Kann man nie sagen, weil das Gewicht kann bei dem so aussehen, bei dem so aussehen. Man muss sich einfach wohlfühlen. Ich glaube, ich beende dann hiermit auch diesen Vlog. Er war sehr laberlastig, aber es kann auch mal sein, ne? So ist es halt diesmal gewesen und mein Arm bricht gleich ab. Ich kann ihn nicht, ich kann die Kamera nicht mehr halten. Das ist auch so ein schlimmes Ding mit Kamera so schwer. Naja, wenn ihr mögt, wenn ihr Styling-Videos oder so von mir mögt, dann schaut gerne in mein letztes Video nämlich rein. Da habe ich 5 Looks zu einem Teil gestylt, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Also schaut unbedingt mal rein, werde ich euch verlinken in der Infobox. Oh. Und oh Gott, guck mal, Peaches. Hey, Freaky! Er ist einfach zu kamerageil. Ich sag's euch, wirklich. Was habe ich gesagt? Genau, da schaltet ihr gerne rein. Im Anschluss kommt jetzt natürlich noch ein bisschen von letzter Woche. Da könnt ihr dann reinklicken, falls ihr das verpasst habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. In alter oder in neuer, ganz neu. Ganz neu, hoffentlich. Drückt mir die Daumen, dass die Kamera diese Woche kommt, okay? Also bis dann. Tschüss!